Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factory Town hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind... Was habe ich denn hier oben schon gebaut? Den Schneider, genau. Den Schneider hatte ich hier oben schon. Da brauchte ich dann Wolle. Ah ja, für den warmen Mantel. Und ein Hemd muss ich da auch bauen, sonst brauche ich noch einen Schneider mehr. Ein Schneiderhäusle brauchen wir. Wir sind schon wieder bei 72 von 74. Da müssen wir auch mal unbedingt noch ein bisschen dran arbeiten. Steht ihr denn hier mittendrin? In den Birnen? Okay. So, okay, wie kriegen wir das am blödesten hin? Also er hat hier erstmal schon ordentlich zu tun, ne? Ja, er macht ordentlich Bretter. Okay, das passt. Hier kommen Bretter an. Boah, da sind schon mehr als genug Bretter da. Das ist sehr gut. Dann könnten wir ja eigentlich hier nochmal die Geschichte mit den Rädern machen, oder? Wie viele Räder haben wir denn im Lager? 101, ne, brauchen wir eigentlich auch nicht. Okay, das war erstmal holztechnisch, sind wir erstmal ganz gut aufgehoben, würde ich sagen. Der macht die Sandwiches hier, ne? Käse. Kommt hier ab und zu Käse raus? Milch brauchen sie dafür. Kommt noch Milch raus hier? Ah, Milch kommt noch raus. So, sehr gut. Okay, also da kommen noch Sachen raus. Achso, hier mit dem Wasser, das könnte man mal schöner machen noch. Das wurde mir noch geschrieben. Da können wir wirklich was schöner machen. Und zwar können wir theoretisch ja hier einen Dings hinbauen. Ach, ein Greifer kommt automatisch raus. Hätte ich gar nicht gedacht. Gibt's auch einen Teiler? Ich glaube, es gibt auch einen Teiler, ne? Einbahnstraße Schranke gibt's. Nee, gibt keinen Teiler. Ich kann das nicht aufteilen hier. Na gut, da können wir aber. Ne, warte mal, dann machen wir was anders. Lass mal los. Du. Geh mal dahin. Du. Geh mal dahin. Du hast noch Wasser in der Hand. Warte mal. Kannst du mal ganz kurz hier auskippen. So. Dann gehst du dahin. So, dann bauen wir einen Brunnen. Noch einen weiteren. Gebäude. Brunnen. Bauen wir hier einen hin und dann bauen wir hier einen hin. Und dann machen wir es. Achso, jetzt habe ich zwei gebaut. Na gut, okay. Dann kann ich das hier erstmal wieder löschen. So, okay. Dann haben wir hier zwei Peoples über. Gehen wir erstmal dahin. So, mit den Steinen, das sieht auch ganz gut aus. Da kommt auch ein bisschen was zusammen. Steinbruch gibt es ja. Gibt es einen Steinbruch eigentlich später mal? Ich glaube ja, ne? Eine Mine gibt's. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall geregelt. So, hier ist das mit dem Stoff denn, ne? Über 80 mal Stoff ist hier. Ja, hier ist eigentlich nur die Milch schlecht, ne? Und jetzt ist hier schon wieder der Dünger voll in dem Speicher. Kann den jetzt erstmal ein bisschen vergrößern noch. So, aber wenn da die Milch fehlt und das daran liegt, dass da das Tempo zu gering ist, können wir natürlich erstmal das Tempo generell erhöhen. Dass sie da vielleicht ein bisschen schneller das Material transportiert kriegen. Und um das Tempo endgültig zu erhöhen, haben wir hier meinen kleinen Milchmann. Gehen wir dahin. So, du stehst jetzt hier mit einem Stück Holz. Achso, was ist auch für Holz? Achso, du kriegst ja gar keinen Huhn mehr, ne? Aber hast du noch gebratenes Huhn? Gibt's noch 10 Mal. Eine Hühnchenfarm wollte ich noch machen. Ah ja, okay. Gut, dann machen wir noch eine Hühnerfarm. Genau, ein Wägelchen wollte ich haben. Du holst Milch von hier nach da. Kriegt er jetzt hier ein bisschen mehr Milch geliefert und dann kann er dann auch ein bisschen mehr Käse machen. Braucht er dreimal Milch für. So. Gut, okay. Dann müssen wir noch eine Tierfarm bauen. Aber dann sieht es schon echt schlecht aus. Wir müssen mal nur ein Wohnhaus machen, hier noch eins. Hier passt es hin, sehr schön. So. Aufgewertet. So, dann haben wir wieder
ein bisschen Leute Platz. Und wir brauchen eine Weide. Eine Weide. Gedreht. So. Dann brauchen wir mit M, nehmen wir den hier, zack. Ja, darauf stellen. Oh, warte mal, das ist dann unterschiedlich hoch hier, oder? Das könnte knapp werden. Gucken wir mal, ob es geht. Geht nicht. Okay. M, wie verschieben. So. So geht. So, du machst mir Hühnerfarm. So. Und dann kriegst du hier von dort. Ach, das geht wieder nicht, weil wegen ist so hoch. Katze. So. Dann machen wir es hier auch mit Förderbändern. Ach so, wie kriege ich denn... Ich habe keinen Teiler, ne? Das ist ja jetzt so wie ein bisschen fies. Ich habe keinen Teiler, aber ich habe die Möglichkeit... Warte mal, ist das hier so hoch oder... Karte, so. Das ist wirklich fieselig. Gefällt mir so gar nicht. So, da komme ich runter, das ist kein Problem. Teilt sich das auch raus und so. Das macht's alles. Okay. Das kriegen wir ja hin. Aber. Na gut, wir können ja hier. Warte mal, bauen wir hier nochmal eine Mühle. Eine B-Mühle. Baumühle. Wir könnten ja jedem. Warte mal, dann müssen wir, machen wir sowieso so, dass wir da ein Lager dazwischen setzen. Bauen, Lager. Wird da wieder nicht hochgehen, ne? Sieht aus, wenn du hier ein Förderband hier hochlegen willst. Das geht, okay. Kann man das Lager auch so direkt hinten dran stellen? Geht das? Lagert das denn da ein? Mal, das werden wir gleich sehen. So. Warte mal. Werkzeuge, Rohstoff entfernen. Mal weg die Fichten hier, so. Dann komm du mal hier rum. Ach, oh. Ist ja auch fies. Ach, was ist denn das alles? Ich hab nicht mehr getroffen. Das ist so alles. Das Ding ist wieder voll, das kann ich jetzt wieder nicht mehr machen. Und dann macht leer da. Dann werden wir sehen, wenn hier irgendwas rauskommt. Jetzt hat er hier keine Treide, weil wegen. Nicht. Okay, es geht so nicht raus. Okay, gut. Ist so nicht. Also, dass wir kein Terraform haben, das finde ich schon ein bisschen schade, muss ich sagen. Der Hühnerfutter und du kannst hier das gekochte Huhn da hinbringen.
Problem ist natürlich, dass jetzt das Lager hier dann verläuft. Mit Dings ziemlich schnell. Gebäude, Lager. Gegensatz, da kannst du drauf machen. So, nimm mal alles raus da. So. Nimmst du das Huhn und bringst es mal hier. So. Okay, dann wird jetzt erstmal das Huhn hier ein bisschen eingelagert. Bis der Dünger voll ist. Genauso wie hier, bis der Dünger voll ist. Dann haben wir noch Leder. Gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen Dünger verbrauchen. Theoretisch könnte man ein paar Baumsetzer machen. Davon braucht man ja Dünger bei. So. Okay, dann haben wir ein bisschen Dünger verbraucht jetzt, würde ich sagen. Müssen wir mal irgendwo in den Void schmeißen, ne? Dass es wegkommt, der Scheiß. Dass der Scheiß wegkommt. Aber gut, also hier oben könnten wir ja noch Felder setzen. Naja gut, das ist ja dann auch nicht schlecht. Farmfeld. Da geht sich was aus hier. So, du hast keinen Brunnen an der Nähe, ne? Das ist auch kein Problem. Moment. Ah, muss ich einen neuen bauen? Bauen wir noch einen Brunnen. So. Dann machen wir das da dran. Dann läuft das hier. Dann hat das auch Wasser und dann kann das auch gießen. Oder ist denn kein Wasser? Ah, Moment. Hat es auch was. Dann kannst du auch gießen und dann ist da auch was Schönes passiert. So, und dann können wir jetzt noch in der Landwirtschaft natürlich hier sagen, dass wir dort ganz gerne Weidepflanzen wollen würden. So, sehr schön. Gut, dann ist das auch ein bisschen modernisierter. Wie sieht es überhaupt aus mit dem, was wir produzieren müssen? Wir haben schon 70 Sandwiches fertig, sehr schön. Die können wir eh nicht verkaufen. Das ist ja auch noch so ein Ding, das verstehe ich noch nicht ganz, warum ich die nicht verkauft kriege. Wollt ihr denn schon Sandwiches haben, Mike? Man könnte sie direkt ins Haus liefern, ne? Moment. Du hast ja jetzt hier eingelagert Sandwiches. Liefer das doch mal an den Häusern hier ab. So. Ja, bringt doch 30 Münzen, das ist doch super. So, was haben wir denn hier noch alles im Lager? Also, das können wir dann mal... Ja, mal ganz kurz. Okay, das kann ich so machen, okay. Eine Getreide kann erstmal weg noch. Und die 6-mal Wasser, die ich da reingelagert habe, können auch erstmal weg. Dann sieht das aus dort. So, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, und du könntest jetzt in eine Spur schneller arbeiten hier, weil jetzt ist das Ding hier leer gelaufen. Dann arbeite mal eine Spur schneller. Da geht jetzt was. Kommt jetzt ordentlich was an. Interessant ist, ne, dass das hier so einen großen Abstand hat und die erste Kurve das wirklich extrem abbremst. So, aber jetzt müsste dann hier früher oder später genügend Material erst wieder kommen, dass das Lager langsam voll läuft. So. Und hier machen wir ja fleißig Hühnerfleisch noch. Na gut. So, und dann der liefert fleißig die hier Dings ab. Alles klar. Gut, dann haben wir die Sandwiches jetzt auch schon in den Häusern drin. Das ist doch auch ganz gut. Da sind wir dann erstmal
soweit unterwegs, dass das ein bisschen funktioniert hier. Und er hat natürlich dann mehr Zufriedenheit, weil er natürlich dann Sandwiches bekommt. Oh, sehr gut. Nase juckt. Moment. Eieiei. Entschuldigung, war nicht so mit Absicht. Eieiei. Gut, von unserer Siegesbedingung müssen wir jetzt den warmen Mantel noch herstellen. Und das wird natürlich jetzt, ja, interessant, wo wir das jetzt hinbauen hier bei diesen ganzen Flächen. Ich gucke erstmal, ob ich vielleicht noch ein Haus, wie viele Häuser kann, darf ich denn noch? Ich darf noch 5 Häuser bauen. Wenn ich auch 5 Häuser bauen darf, dann werde ich doch jetzt erstmal gucken, dass ich hier nochmal ein paar Häuser sozusagen hinorganisiert kriege. Die dann irgendwo hier am Straßennetz mit dran stehen. Das ist aber jetzt hier fieselig. So. Hier hinten geht auch nicht. Wieso geht denn hier hinten nicht? Was ist denn da los? Ach, ich habe keine Holzstämme im Lager. Keine Holzstämme im Lager? Oh, das ist ein Ding. Du? Nimm mal und bring die mal ins Lager. So. Gut, müssen wir jetzt noch ein paar Holzstämme ins Lager bringen. Naja, ist ja okay, ist ja okay. So, und irgendwo habe ich schon ein Haus gebaut, oder? Habe ich nicht schon eins gesetzt? Da. So. Verbessern wir natürlich gleich bis nach ganz oben durch. Das auch hier. Ach, guck mal, da können wir ja sogar noch ein paar Stufe 3 Häuser, Stufe 4 Häusern machen. Das ist Stufe 4, das noch nicht. Maximaler Wohnkomfort, überall gegeben. Ah, jetzt kommen wir 100 Leute an. Na, da haben wir doch Platz für. Jetzt können wir dann in ganzen Ruhe uns versuchen, eine Viehzucht aufzubauen, die, oder wir können eigentlich, warte mal, die T-Shirts können wir aus dem Stoff machen, ne? Könnte man nicht hier weiter dran gehen? Dass wir sagen, dass wir das hier aufbauen, dass wir erstmal die T-Shirts herstellen. Und dann brauche ich, was brauche ich noch? T-Shirts brauche ich. Und ich brauche, Wolle brauche ich trotzdem. Gut, eine Wollfarm müssen wir dann hier hinten trotzdem machen. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen hier mit den Heinis hier. Wie viel Wolle brauchst du denn für einen Mantel? Eine Wolle, ein Hemd? Mhm. Das geht ja, oder? Ne, 2 Wolle brauchst du, okay. Dann müssen wir dann halt mal ein bisschen das Lager einmal leer fahren hier. Gut. Wir haben ja jetzt genug von dem Zeug. Alles klar, gut. Dann haben wir, wie viel Leder brauchst du für den... Leder brauchst du 50 Mal... Hätten wir hier 50 mal. Was liegt denn hier auf. Da liegt Leder als nächstes da. Ja, dann würde ich sagen, machen wir. Rüsten wir das Lager mal auf hier. Dann kann sich da noch ein bisschen Material ansammeln. Dann kommt der hier nicht mehr hinterher mit dem Tierfutter wahrscheinlich. Aber das ist dann was anderes. Du bist noch voll. Okay, gut. Da geht noch was. Alles klar. So. Gut. Das heißt, wir brauchen eine Schafsfarm noch. Die uns dann... Brauchen wir noch mehr Getreide, glaube ich. Müssen wir mal gucken. Das sieht shitty aus da. Wo wir das da hinbauen? Wir könnten es auch hier nochmal versuchen. Ne? Wir können ja Felder, können wir eh machen. Das wissen wir ja, wie es geht. Das ist nicht die größte, ne? Und auch nicht die Eben. Also die große Ebene ist das auch nicht hier. Das ist das Problem immer. Wir könnten hier den Wald entfernen. Wir hätten da Platz. Oder wir könnten hier sozusagen versuchen, uns durchzuklingeln und an denen mit ranzugehen vom Getreide. Dass der uns das Getreide liefert für die Tierproduktion. Dass wir dann hier die Wolle machen. Aber dann müssen wir alles hier rüber transportieren. Oder das Leder dahin transportieren. Ja, das Leder dahin transportieren kriegen wir ja hin, oder? Ja, unser Transportweg ist jetzt nicht gerade der beste hier, ne? Ihr steht hier an, weil ihr hier Steine und sowas anliefert, aber keine Räder mehr kriegt, ne? Achso, ihr kriegt keine Räder mehr. Das wollte ich auch noch woanders hinsetzen. Moment, machen wir erstmal Movements. Und das Ding erstmal hier hinten hin. So. Steht hier hinten rum. So. Du kommst auch hier hinten hin. Stehst hier hinten rum. So. Wir passen da nämlich noch Häuser dazwischen. Das erstmal geschafft. Dann haben wir die ganze Sache hier erstmal. So.
Gut. Aber die Zufriedenheit sinkt, weil der nicht mehr genügend Materialien hat, die er dann da... Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Dann müssen wir das mal ein bisschen industrieller herstellen. Hier die Äpfel, Birnen und alle möglichen Krempel. Birnen sind hier auch keine mehr auf Lager. Okay. Birnenbäume. Warte mal, das kriegen wir aber anders hin. Moment, das machen wir mal anders. Du bist ja eine Küche. Du kannst erstmal dahin. Du bist ein Lager. Du kannst ja erstmal dahin. So. Dann müssen wir erstmal vorne eine Rampe bauen, glaube ich. Dann können wir auch ein Stoffförderband draufsetzen. So. Richtig so? Nee. Falsch. Moment. Gut. Okay. Dann kann hier hinten eine Försterei hin. Wieso kann die da nicht hin? Kann die doch hin, ne? So. Und du kümmerst dich. Nicht im Bauernhof. Warum habe ich denn schon wieder einen Bauernhof in der Hand? Kann ich denn abreißen? Ist ein Werkzeug hier? Na gut, Bauernhof brauche ich eh noch, aber wieder erst. So, eine Försterei will ich hier hin haben. So. Und die Försterei kümmert sich um Birnen. So. Dann haben wir hier nämlich industrielle Birnenverarbeitung. Dann kommen hier die Birnen wieder ins Lager und dann kann das nämlich hier wieder alles stattfinden, so wie es jetzt stattfinden sollte. Und jetzt das sieht irgendwie komisch aus. Zumindest nicht gut. Okay. Das sah nicht so ganz gut aus. Okay, der wird so, der fährt da wieder hin, holt sich da hoffentlich ein paar Birnen ab, wenn welche da sind. So. Dann kann ich hier den Typi, der hier rumrennt. So. Hier? Geh mal dahin. Eine Birne in der Hand? Nee, ne? Nee, hast gerade nichts in der Hand. Okay. Bleibst erstmal da. Die Bretterwerkstatt, die werden wir erstmal kleiner machen hier. Du brauchst erstmal nicht so viele Bretter. Produzieren. So, du bist ja auch ein Holzträger. Das ist ja auch Quatsch. Das lassen wir dann auch mal hier. Das machen wir auch mal professioneller. So. Alle Holzträger hier. So, macht mal euer Holz da nochmal rein. Sehr schön. So, dann haben wir doch hier 5 Leute über, die schon mal nicht wissen, was zu machen sollen mit ihrer Zeit. Alles klar. Okay, da kriegen wir noch was geregelt. So, gehen wir erstmal in die Försterei hier. Machen wir erstmal 3 Leute rein, dann sind die ein bisschen schneller unterwegs. Dann können wir hier ein paar Baumsetzer setzen und dann können wir hier ein paar Birnenbäume anpflanzen. Wenn hier mal Birnen im Lager sind, aber ich denke mal, ab und zu sind daher welche da. Okay, das heißt, wir machen B wie Baumsetzer. Und setzen hier mal einfach so ein paar Baumsetzer hin. So, und dann machen wir B wie Landwirtschaft. Und dann gucken wir mal Birnenbaumpflanzen. Brauche ich nicht mal eine Birne zu. So, haben wir ein paar Birnen bei mir gepflanzt. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Und dann kriegen wir hier anständig Birnen raus. So, und nämlich mit dem Unterpflanzer, da sieht man hier, ne, die haben 48 Wachstum und die einen drunter haben 96 Wachstum. Also das ist schon mal, ne, da geht was. So, und dann kommen hier anständig Birnen raus, dann wandert das Birnenlager voll und dann gibt es hier auch wieder mehr Birnen. Und dann ist das professioneller aufgezogen und dann gibt es hier ein bisschen mehr Zufriedenheit bei der Saftfront und bei der Obstfront. Da ist die Warenversorgung dann nämlich schon mal gegeben. So. Gut, alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Bis denn. Tschüss.